zusammen. Heute mal wieder ein kleiner Quick-Tipp zum Basteln. Und zwar, vielleicht kennt ihr diese Dinger hier. Das sind so eine Art Schulterpolster. Und zwar gehören die mit zu dieser Kostümserie. Das ist jetzt ein schwarzer Body. Mit Federn dran und Totenköpfe. Da kennt ihr ja bestimmt meine Skull Lovers Serie, wo ich das Outfit extra gebastelt habe. Und das habe ich nicht nur mit dem weiblichen Model gemacht, also diese Serie, sondern auch mit einem männlichen Model geshootet. Und der hatte natürlich auch ein Kostüm von mir. Und da habe ich diese Schulterpolster gebastelt. Die kann man für einen Mann super nehmen. Natürlich auch für jedes weibliche Model. Und kann diese Schulterpolster zu verschiedenen Kostümen kombinieren. Und zwar kommen die einfach hier so drauf, links und rechts, ne? Hier so auf die Schultern. Und ich möchte euch jetzt eigentlich in diesem Video zeigen, wie man so etwas erstellt. Einfach mal so kurz ein paar Quick-Tipps, wie ich das gemacht habe. Ich lege jetzt mal einer weg, damit ich euch das besser zeigen kann. Schwupps, ich bin wieder da. Und zwar habe ich dazu als Grundlage schwarzer Moosgummi genommen. So Moosgummiplatten kann man kaufen in jedem Bastelgeschäft. Farbe ist eigentlich egal. Ich habe halt schwarz genommen, weil ich wusste, ich bastel was Schwarzes. Wenn ihr was in rosa macht, dann nimmt vielleicht eine weiße oder eine rosa eine Moosgummiplatte. Die ist, wie dick würde ich sein? Ich glaube, das ist 3 mm. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Die habe ich genommen. Dann habe ich die grob so oval einfach mal ausgeschnitten und mir auf den Tisch gelegt und dann angefangen, hier einfach Sachen drauf zu kleben. Und zwar habe ich in der Mitte ein Federband aufgeklebt, das nach oben steht. Und damit es nicht umkippt, habe ich von links und rechts dann einfach Blumen hier drauf geklebt und hier auch. Dann hier vorne noch eine und hier hinten noch eine. Das sind verschiedene Blumen, größere. Dann in der Mitte, um die Lücken zu füllen, immer wieder mal ein bisschen kleinere noch rein. Und damit es natürlich nicht nur aus Blumen besteht, da es ja zu meiner Bildserie Skull Lovers passen soll, habe ich noch Totenköpfe hier reingesetzt. Und so ist es ganz entstanden. Bevor ich die Totenköpfe reingeklebt habe, habe ich natürlich die Blumen noch mit Farbspray angesprüht. Ein bisschen veredelt. Die sieht man hier im Hintergrund. Dazu mache ich aber mal ein separates Video zum Thema Farbspray. Und ja, so kann man so ein Schulterpolster erstellen. Ihr könnt da echt alles Mögliche machen. Probiert es mal aus. Das ist richtig cool, sowas. So ein Schulterpolster. Links und rechts. Ne? Man könnte das zum Beispiel auch noch hier runterziehen, wenn man die Moosgummiplatte in einer anderen Form zuschneidet, dass die hier vorne vielleicht noch zusammengeht, einmal von der Seite und einmal von der Seite. Man kann die Moosgummiplatte ja dann hier gut zusammenkleben und zusammentackern. Jetzt kommen wir gerade zum nächsten Thema. Wie befestigt man das? Wie hält es dann? Ich bin hergegangen, ich habe Gummiband genommen. Ich habe breites Gummiband dann einfach hier festgetackert. Direkt an die Moosgummiplatte festgetackert und hier auch nochmal festgetackert. Und jetzt kann man praktisch hier so reinschlupfen. Und wenn man das dann anhat, dann geht das Gummiband hier so zur anderen Seite rüber. So. Und dann hält es. Und die Seite, da geht das Gummiband so rüber, dann ist das Gummiband hier vorne praktisch über Kreuz. Das hat einen schönen Effekt. Man könnte jetzt zum Beispiel hier auf das Gummiband, zum Beispiel hier vorne, vielleicht auch noch Blüten draufkleben oder Strasssteine draufkleben. Ich habe das jetzt leer gelassen, aber das könnte man ja auch noch ein bisschen verschönern mit, wie gesagt, Strasssteine, Blüten oder vielleicht Federn oder ein Federband. Man kann das Kostüm ja dann noch ein bisschen erweitern. Und ja, und dann hat man solche Schulterpolster. Das Tolle an diesen Schulterpolstern ist, man kann die kombinieren zu verschiedenen Sachen. Man kann sie kombinieren zu Harnesse, wenn man zum Beispiel einen Spitzenharness hat oder so Lederharnesse, kann man die einfach dazu draufsetzen und kombinieren. Oder was ihr auch machen könnt, ist zu Corsagen. Die Corsagen sind ja meistens oben immer frei. Wenn man jetzt keinen Kragen dazu hat oder so, dann kann man das zu einer Corsage, zu einer schwarzen Corsage zum Beispiel kombinieren. Und
es eignet sich für Mann oder Frau, weil für einen Mann ist es nicht so ganz heftig wie jetzt ein volles Kostüm, wenn der dann Oberkörper frei ist, vielleicht ein bisschen so mit schwarzer Bodypainting-Farbe noch angeschmiert, so wie ich es ja umgesetzt habe, und dann so ein bisschen Schulterpolster, dann kann man auch einen Mann ein bisschen shooten, so in den Themen. Und ja, es wird ja so oft immer nur Kopfschmuck gebastelt oder eben diese Krägen, aber probiert es doch auch mal mit so geilen Schulternpolstern. Das war heute mein Basteltipp, mal auf die Schnelle, einfach so nebenbei. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn du solche Videos cool findest und sowas öfters möchtest, dann hau rein in die Tasten und gib mir einen Kommentar. Ich würde mich freuen über ein Feedback. Dann bis zum nächsten Mal, deine Natascha von Lifestyle Shootings. Mach's gut, bis dann!